Guten Morgen, ihr Lieben. Boah, was für ein Trip gestern. Richtig schöne Landschaften, richtig schöne Strecke. Ich glaube, das war bis jetzt die landschaftlich abwechslungsreichste Strecke. Aber leider auch die anspruchsvollste, denke ich. Trotzdem sehr, sehr schön. Ich bin gestern noch an diesem Badestrand gelandet. Ihr seht vielleicht im Hintergrund den Steg. Ich habe hinter diesen Umkleidehäuschen hinter mir geschlafen, weil man eigentlich da hinten auf der Fläche eigentlich nicht campen darf, habe ich dann gesehen, als ich hier war, spät abends. Ich habe dann gewartet, bis die ganzen schwedischen Urlauber auch gegangen waren und habe mich dann hier hinter die Umkleidehäuschen gestellt mit meinem Zelt. Die Nacht war sehr ruhig und ich werde jetzt erstmal mein Zelt trocknen. Ich glaube, heute wird nochmal richtig warm. Die Sonne knallt schon ordentlich. Und heute geht es hoffentlich an den Vänernsee. Oh Mann, keine 5 Minuten unterwegs. Und ich schieb schon wieder. Das ist diesmal auch so steil, dass ich eben schon überlegt habe, die Taschen abzunehmen, die ich ja vor 10 Minuten erst angebaut habe. Oh Mann, bis jetzt ging's noch. Verflixte Hacke. Oh Mann, Komoot, was machst du mit mir? Ist, wenn man so stur ist wie ich, will man sich da einfach durchbeißen. Ich sehe nicht ein, warum ich jetzt die Taschen abbauen soll. Wie so ein Esel, ey. Sowohl Packesel als auch sturer Esel. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Ah. Beide Bremsen anziehen, damit das Rad nicht runterrollt. Oh, fast geschafft. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Ich schaff das, ich schaff das. Ich weiß ja nicht, ob man es jetzt hier sieht. Das ist schon ziemlich steil, aber nichts gegen das. Das war hart. Härtester Anstieg mit Schieben auf der ganzen Reise bisher. Und es ist gerade mal 10 Uhr. Weiter geht's. Geschafft! Geschafft! Asphalt! Wir haben Asphalt! Man muss sich aber die kleinen Dinge im Leben freuen können, ne? Komoot möchte, dass ich hier hochfahre. Ich weiß, auf der Kamera sieht das immer nicht so steil aus, aber das ist sehr steil. Loser Untergrund. Und ich fürchte, ich komme jetzt doch nicht drum rum, einmal die Taschen abzubauen. Auf meinem Weg.
Heute spielen wir Hindernislauf im Wald. Wandern mit Doris. So, jetzt ist es passiert. Mir ist die Kette abgesprungen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Sie ist nicht da, wo sie sein sollte. Tja. Das war wohl zu viel für Doris. Erstes Wehwehchen. Dann wollen wir ihm mal helfen. So, alles wieder richtig aufgefädelt. Es kann weitergehen. Und jetzt schalte ich ein bisschen vorsichtiger. Mittagspause. Ja, jetzt wurde ich gerade eben, als ich Fotos gemacht habe, in der Kurve von einem deutschen Radreisenden oder Radfahrer einfach angesprochen. Der wohnt in Kopenhagen und macht einen Wochenendtrip zum Vänern. Also er ist mit dem Zug nach Göteborg gefahren und fährt jetzt von Göteborg zum Vänern, vom Vänern zurück nach Göteborg und dann mit dem Zug wieder nach Hause. Richtig nett, haben ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm noch eine Flasche Wasser aufgefüllt, er hatte kein Wasser mehr. Ich habe gesagt, hier bei dem Wetter, 30 Grad im Schatten, das brauchst du. Und jetzt zieht er wieder von dannen, ist natürlich viel schneller als ich. Coole Sache. So, auf der Suche nach einem Schlafplatz. Am Wasser fahre ich jetzt schon eine Weile durch den Wald. Ich habe mir einen Platz ausgesucht auf der Karte. Die Frage ist, komme ich dahin? Ich habe mir vorhin an einem Campingplatz Wasser abgefüllt. Der Wassersack ist proppevoll, also ich hätte auf jeden Fall genug für alles Mögliche. Und hier scheint tatsächlich auch ein Weg zu sein, weil mir dauernd Leute entgegenkommen. Fußgänger, Radfahrer, ein Auto, hier stehen ganz viele Fahrräder. Ich hoffe, das funktioniert hier. See, der größte See von Schweden. Wir haben es jetzt 12:30 und ich bin eben erst losgefahren. Ich habe den Morgen da am Vänernsee noch sehr genossen. Es war herrlich friedlich, die Luft war so klar, so sauber. Richtig schön. Jetzt geht es weiter Richtung Norden. Ich fahre heute ein bisschen frei nach Schnauze, will eine eher flachere Route nehmen, nicht so viele Kilometer fahren wie gestern. Und einfach ein bisschen entspannteren Tag haben. Mal schauen, ob das klappt. Ich würde gerne nur wenige Stunden fahren und dann schon an einem möglichen Übernachtungsplatz ankommen. Ich habe mir da was ausgeguckt, wie ich da hinkomme. Gucke ich dann spontan. Gestern war schon ein bisschen anstrengend mit den ganzen Anstiegen. Und ich habe dann letztendlich aber doch mehr Kilometer geschafft, als ich gedacht hätte und bin doch am Vänernsee angekommen. Es war eine schöne Erfahrung, das doch zu schaffen, obwohl ich so nach zwei Dritteln der Strecke dachte, ich schaffe das nicht mehr. Und dann habe ich am Abend noch einen richtig schönen Sonnenuntergang auch erlebt. Das war eine schöne Belohnung. Das hat den Platz auch idyllisch gemacht. Ich war da ganz alleine.
Ja, ich dachte heute Morgen, ich habe ja keine Termine heute. Ich muss nicht zu einer bestimmten Zeit los. Normalerweise setze ich mir dann selber Zeitpläne für den Tag. Und heute Morgen dachte ich mir, nee, dein Körper braucht ein bisschen Ruhe und Zeit. Und dann habe ich mir die Zeit genommen. Jetzt nach dem bisschen Ausruhen ein paar Stunden ist die Energie wieder da. Ich kann es kaum erwarten, wieder ein paar Kilometer zu machen. Und es macht gerade so Spaß. Wieder so richtig hart Gegenwind. Konstanter Ostwind. Und ich fahre in den Osten. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber es ist ultra windig. Und ich habe die ganze Zeit so einen Gegenwind. Oh, das zieht die Kraft so sehr. Nach einer dringenden Verschnaufpause am Straßenrand kämpfte ich mich weiter durch die durchsichtige Wand, die mir ungnädig entgegenschlug. Und dann? Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich hatte gerade den ersten Fahrradunfall mit Auto auf dieser Reise und in meinem Leben. Mir geht's gut, der dicken Doris geht's auch gut. Das Auto hat eine Delle. Mein Knie hat ein bisschen was abbekommen, das zeige ich euch lieber nicht, für die, die kein Blut sehen können. Im Auto saß eine ältere Dame, das war so ein schmaler Landweg und links und rechts an den Seiten gab es Schotter. Und damit die Dame mich überholen konnte, ich wollte dann ausweichen auf diesen Schotterweg oder Schotterrand und sie ist echt langsam und vorsichtig vorbeigefahren. Und ich bin auch nicht schnell gefahren bei Gegenwind, ne? Und dann bin ich aber, während sie auf meiner Höhe war, auf dem Schotter ausgerutscht. Das Rad ist mir unter mir weggerutscht, nach links auf ihr Auto drauf. Es tat ihr wahnsinnig leid. Ich habe ihr gesagt, das ist okay, ich bin ja nur ausgerutscht. War ja nicht ihre Schuld. Sie hat fast geheult, die war echt aufgelöst. Als sie dann auch noch gesehen hatte, dass mein Knie blutete, wegen sie eine rote Zehe aus ihrem Auto. Sie ist leicht unter Schock, würde ich sagen. Jetzt eskortiert sie mich bis in die nächste Stadt. Die lässt mich nicht mehr alleine. Ich soll ihr die ganze Zeit schon hinterherfahren. 10 Kilometer will sie mich jetzt eskortieren. Total nett. Sie tut mir auch echt leid. Die war echt geschockt. Auch ich stand unter dem Einfluss von sehr viel Adrenalin. Erstmal scheine ich echt mit einer Schramme davongekommen zu sein. Ich nehme jetzt auch in diesem kleinen Städtchen erstmal ein Airbnb. Hatte ich sowieso vor. Ich will jetzt einfach nur noch ankommen. Schauen, dass die Dame okay ist. So, hallo. Es ist jetzt schon Tag 2 im Airbnb. Ich bin ja vorgestern angekommen. Und muss sagen, dass nachdem das Adrenalin dann abgeklungen war, ich doch ein bisschen abgesackt bin. Also, dass ich gestern den ganzen Tag auf der Couch verbracht habe, war schon ganz gut. Meinem Knie geht es soweit ganz gut. Klar merke ich das natürlich, aber die Haut heilt schon und der Bluterguss entwickelt sich. Man merkt es. Ansonsten geht es mir heute wieder sehr viel besser. Also der Ruhetag hat sich wirklich ausgezahlt.
Die arme Dame tat mir am Ende ganz schön leid. Im Endeffekt muss man sagen, dass keine von uns so richtig Schuld an dem Unfall hatte. Sowas lässt sich einfach in dem Moment nicht so gut vermeiden. Es war einfach aufgrund der Straßenverhältnisse ein ganz blöder Unfall. Ich gehe nicht davon aus, dass ich mit dem Kopf ans Auto geknallt bin. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich mich nicht komplett an alle Einzelheiten erinnern kann. Das ist für Unfälle aber auch normal, dass man ein paar Gedächtnislücken hat. Aufgrund des Adrenalinschubs, soweit ich weiß. Korrigiert mich, wenn ich mich hier irre. Insofern überrascht es mich auch nicht, dass ich mir jetzt nicht jeden blauen Fleck erklären kann. Und das ist auch in Ordnung. Und nun war es Zeit, den Schaden an der dicken Doris zu begutachten. Viel war es zum Glück nicht. Der Korb war an einer Ecke gesprungen und die Befestigungen am Gepäckträger waren abgerissen, sodass er richtig schön lose war. Das ließ sich aber mit Kabelbindern schnell wieder beheben. Das linke Hörnchen zeigte ein paar Kratzer, aber auch nichts Wildes. Weitere 2 Tage später fuhr ich 55 Kilometer von Skarna bis nach Ornäs. An dem Tag habe ich aber mal nicht gefilmt. Am nächsten Morgen fuhr ich bei zugegebenermaßen bescheidenem Wetter weiter. Da wusste ich noch nicht, dass mir ein tief im Wadenmuskel liegendes, noch unentdecktes Hämatom noch Wochen später Probleme bereiten würde. Doch auch diese kleine Verletzung würde mit der Zeit abklingen. In einer Kleinstadt geriet ich dann irgendwie in einen Stadtlauf hinein. Schilder dafür hatte ich keine gesehen, also fuhr ich weiterhin auf dem Fahrradweg und grüßte die mir entgegenkommenden Läufer. Und so langsam sah und spürte man, dass sich der Herbst ankündigte. Gerade 10% Steigung den Berg hoch, ohne zu schieben. Mit Pausen, aber ohne Schieben. Jetzt ist auch die Sonne rausgekommen. Es hat nur heute Vormittag geregnet und war sehr grau. Und tatsächlich sieht man hier schon und bei so einem Wetter spürt man natürlich auch die ersten Anzeichen des Herbstes. Ich sehe jetzt, wenn ich hingucke, immer mehr Blätter, die gelb verfärbt sind. Ja, bei Wetter wie bisschen mehr Wind und Regen sieht man mehr Blätter auf dem Weg, auf dem nass geregneten Weg. Es wirkt einfach sehr viel herbstlicher. Zum Glück ist die Sonne jetzt noch ein bisschen rausgekommen. Das heißt, vormittags Herbst, nachmittags Spätsommer darf ich genießen. Ich habe jetzt 69 Kilometer, muss noch ungefähr 10 bis zu meinem Platz, wo ich hin wollte heute Abend. Ich werde unterwegs bei einer Kirche anhalten und mal wieder Wasser abfüllen. Das ist immer sehr praktisch. Und fahre den ganzen Tag schon ja, so hauptsächlich durch solche Wälder. Also überall Tannen oder Nadelbäume, ein paar Laubbäume. Einsame Landstraßen, guter Asphalt, kaum Autos, heute ist auch Samstag. Macht richtig Spaß, ist echt schön. Ha ha ha.